Holz und Laminat in all ihren Facetten. Dieser Hersteller aus Amsterdam orientiert sich bei seinen Holzböden an den Formen der Natur. Gerade Holzdielen gibt es hier nicht. Im Vergleich zu rechteckigen Bodenplatten fällt bis zu 20% weniger Holzabfall an. Jedes Teil ein Unikat. Von der hellen Buche zur dunklen Eiche. Der rustikale Landhausstil ist wieder in. Alte Technik in neuem Gewand. Kerngeräucherte Parkettböden oder gebrannte Eiche. Beliebt sind Strukturen im Boden. Die neue Woodpowder-Technik macht es möglich. Der Boden wirkt noch lebendiger. Es werden Fasern, Holzfasern auf ein Trägermaterial aufgebracht, aufgestreut. Diese Fasern sind versetzt mit Bindestoffen und Pigmenten und in einem Prozessvorgang werden die Harze in diesem Fasergemisch flüssig und verbinden sich dann mit der Trägerplatte. Und das macht diesen Boden so wahnsinnig strapazierfähig. Und das Besondere an der Buda-Technologie ist, dass durch dieses Buda man sehr, sehr tiefe Strukturen realisieren kann. Am Anfang des Holzbodens steht der Baum. Stop Talking, Start Planting heißt das Motto der Aktion von Parador. Neben der Produktlinie EcoBalance übernimmt das Unternehmen damit Verantwortung für den Klimaschutz. Wir unterstützen hier eine Aktion Plant for the Planet. Das ist eine sehr echte, eine sehr authentische Aktion, von Kinderhand getrieben, die sich zum Ziel gesetzt hat, weltweit sehr, sehr viele Bäume zu pflanzen. Und wir hoffen, dass wir über diese Aktion bis zum Halbjahresende 50.000 Bäume einbringen können. Branchentreff Nummer 1 ist der Wood Flooring Summit. Bis zum 17. Januar teilen hier Experten ihr Fachwissen.